Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute geht es um den Redmi F8 in Blau und das ist quasi die Light-Version des Akkustaubsaugers von der Tochtermarke von Xiaomi, sage ich mal so. Ich habe das Ganze hier im Office im Einsatz. Ich habe hier 50 Quadratmeter, die ich saugen darf und das habe ich mir geholt, weil ich hier keinen Robosauger haben möchte, weil die zwei Räume getrennt voneinander sind. Ich habe in dem einen Raum auch paar Stufen, die gesaugt werden müssen. Also da habe ich mir gedacht, hole ich mir einfach so einen Akkustaubsauger, flitze ich hier und da mal ein bisschen rum und saug dann das Ganze. Ja, meine Erfahrung mit dem Ganzen ist ganz simpel. Designtechnisch mochte ich ihn einfach. Und zur engeren Auswahl gab es auch Dreamy. Im Endeffekt hätte ich mir gedacht, hätte ich lieber Dreamy geholt, aber der Redmi sieht einfach super aus und da bin ich auch happy, dass ich mir den aus Designgründen geholt habe. An der Wand auch setzt sich cool ab. Das Ganze ist in diesem schicken Blau gehalten. Fand ich auch gut. Von der Funktion tut er, was er soll. Er saugt und das auch ordentlich, wenn man die Power-Taste drückt. Ich nutze ihn hier auf Beton-Estrich und auf Laminat hier in diesem Raum immer auf der Power-Stufe, weil da zieht der ordentlich und da ist man nicht auf derselben Stelle unterwegs. Da geht man einmal drüber und dann ist gesaugt. Das Ganze zieht dann ordentlich, zieht dann aber auch ordentlich Energie und in der Power-Stufe kommt ihr so ungefähr 15 bis 18 Minuten aus und das geht unter normaler Leistung viel länger, also unter normaler Leistung saugt er auch bis zu 40 Minuten, das ist dann schon ordentlich und da kommt ihr auch ordentlich weit in eurer Wohnung. Ich würde ihn aber trotzdem nicht für die Wohnung empfehlen, also 50 Quadratmeter, die ich hier habe, sind so das Maximum, würde ich sagen. Ich würde ihn empfehlen für Leute, die irgendwie in einem Studentenwohnheim wohnen und da ein kleines Zimmer haben, was sie regelmäßig saugen möchten, oder halt auch ein Büro, wo das quasi nicht zu groß ist, wo sie vielleicht nur einen Raum haben, den sie ab und zu mal saugen möchten. Und für die richtige Wohnung würde ich einen Staubsaugroboter empfehlen oder halt auch die größeren Modelle, die dann auch ein bisschen besser daherkommen, was die Leistung angeht. Was mir nämlich auch nicht gefallen hat bei dem Redmi F8, den ich hier in Blauheim mal habe, ist die Tatsache, dass der Behälter so arg klein ist. Das sind 0,4 Liter. Für mich komme ich da schnell an die Grenze. Ich habe so einen hohen Teppich auch und der flusst auch ganz gerne mal. Und wenn ich da mal drüber gehe, dann ist der Behälter auch ganz schnell mal voll. Ich merke, dass in den Behälter noch was reingeht, aber durch die Öffnung saugt er einfach nicht mehr so stark wie sonst. Und da muss man das Ganze öffnen. Wenn man das öffnet, finde ich es auch besser, wenn man den Behälter nach vorne hinweg öffnen könnte. Bei dem ist es so, dass man das Ganze abmontieren muss. Man muss den HEPA-Filter erstmal rausnehmen. Dann zieht man den zweiten Filter raus und dann kann man den Behälter mal auskippen. Also wie gesagt, das machen andere Modelle viel, viel besser, dass es nach vorne hinweg geht und dass man den dann quasi ausschütten kann, ohne den Filter zu wechseln oder zu entnehmen. Das ist nicht so optimal, in meinem Fall aber verkraftbar, weil ich den Filter auch gern mal einfach waschen möchte und das geht ganz einfach. Ihr haltet den Filter mal unter Wasser. Wenn ihr das Ganze dann ausgespült habt unter fließendem Wasser, könnt ihr das Ganze auf die Heizung legen und dann trocknet der ganz schnell und dann ist der Filter nicht so schnell schmockig. Das war so meine Erfahrung. Ich würde sagen, empfehlen würde ich ihn echt nur, wie gesagt, für Leute, die ganz kleine Räume zu saugen haben. Ansonsten gebt das Geld ein bisschen mehr aus und holt euch vielleicht den Dreamy oder halt auch ein größeres Modell von Xiaomi. Ich werde das Ganze hier trotzdem weiter behalten, weil ich das Ganze hier auch einfach nutze und jetzt angeschafft habe. Im Endeffekt hätte ich doch gerne lieber beim Dreamy zugeschlagen, aber für kleinere Räume ist es durchaus möglich. Das soll es dann auch erstmal wieder von mir gewesen sein. Falls du neu auf dem Kanal bist, hier gibt es jede Woche ein neues Video rund um meine Interessen. Das sind in der Regel Tech-Produkte wie diese hier. Also ein Abo dalassen wäre super nett. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video und bis dahin, ciao.